Ich bin gerade ins Wohnzimmer gelaufen und eigentlich wollte ich ein Video aufnehmen, aber dann lag Momo da einfach so auf der Couch mit dem Ball und ist zu mir gekommen. Und ich dachte mir einfach, wenn ich schon aufnehme, warum mache ich nicht beides gleichzeitig und spiele auch noch mit ihr? Von daher, Freunde, machen wir jetzt beides gleichzeitig ein Video. Hier, los, Momo, ruhig! Und weg ist er. Und bis Momo jetzt wiederkommt, Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr seht schon, heute machen wir was ganz Geiles. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das sage, Digga, aber wir machen auf jeden Fall was Geiles. Denn wir schauen uns jetzt mal an, wie weit Leute gehen für ihre Idole, beziehungsweise für die Stars, die sie vergöttern. Und ich bin allgemein ein Mensch, ich kann irgendwie nicht ganz verstehen, wie man einen Star so vergöttern kann, dass man so wirklich Plakate und Poster und Bilder überhängt hat. Und dann noch Handyhülle und so von dem oder Pappaufsteller in seinem Zimmer. Aber gibt halt wirklich Menschen, die so drauf sind. Und die schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Vor allem die Extremen von den Extremen. Guckt einfach mit. Ich glaube, Momo kommt auch irgendwie nicht wieder mit dem Ball. Egal. Okay, wir sehen hier Ariana Grande am Singen. Und Digga, ist da gerade jemand vorbeigelaufen? Der gehört gar nicht auf die Bühne. Also, habt ihr das gesehen? Da hier, der Typ. Ich dachte gerade, das wäre Feature-Part oder so. Und der gehört mit auf die Bühne, aber der rennt einfach an ihr vorbei. Was will denn da aber dann? So, der geht die Bühne hoch, um dann an der vorbeizulaufen? Okay, keine Ahnung. So, und... Oh, das kenne ich. Oh, Bruder. Gibt es. Ich schwöre, das sind die besten Flitzer, die ich jemals gesehen habe. Die rennen einfach aufs Feld, dann grätscht er da in den Ball rein, passt den rüber und putz, Junge, mit einem Dropkick ins Tor, Digga. Heftig. Ich schwöre, wie die sich danach feiern, Bruder. Ich schwöre, danach war der ganze Abend für die gerettet. Die haben danach Party gemacht, bis die umgefallen sind. Und weiter geht's mit Harry Styles. Lässt sich küssen, Digga? Oder ich schwöre, die sieht aus wie Britney Spears, ne, jetzt mal for real. Und alle, die sich ein bisschen auskennen. Ja, safe, Digga. Aber warum lässt du dich einfach so von denen küssen, what the fuck? Digga, würde ich niemals... Schon wieder? Oder hä? Oder ich würde direkt mich umdrehen und sagen, ey, chill mal, Digga. Vielleicht nicht 1:1, aber so ungefähr. Dann haben wir wieder eine Stage und da rennt wieder jemand drauf. Boah, ich kann mir das so eklig vorstellen. Stell dir vor, du singst, du bist voll am Konzentrieren und so. Und dann kommt jemand von hinten und du hörst nur so das Schreien von 10 Kilometern. So, ah! Oh, oh, oh. Bruder, der wollte einfach ihr Bein ziehen. Oder sein. Das sah gerade ein bisschen aus wie Roche. Ich schwöre. Ich sah einfach kurz so aus wie Roche Rosales. So hält gegen den Künstler oder Künstlerin, die da ist. Oder haben wir jetzt hier Billie Eilish. Und man merkt schon, dass es dir unangenehm ist, wie die da reingezogen wird, Digga. Aber die Sache ist halt, ich glaube vor allem bei Billie Eilish merkt man auch an, dass sie da irgendwie ein bisschen gechillter ist und versucht das irgendwie nachzuvollziehen, dass die da so reinziehen und sowas, weil die nicht direkt die anspuckt, so wie andere. Oh, noch ein Flitzer. Okay, Bruder, der ist halt komplett nackt, Digga. Das geht nicht klar, Digga. Boah, das ist eklig. Also wenn der männlich ist. Aber alle feiern ihn. Bruder, ich sag, ich würde doch gar nicht in den Zweikampf gehen mit dem, Digga, weil er halt da mit seinem Schniedel rumhängt. Und die armen Polizisten, die den auch noch fangen müssen. Oh! Bruder, der Typ hier, Digga, der hat das... Freunde, der Typ hier, der hat das Mondloch höchstpersönlich fast gesehen. Gibt euch... Oh, Digga, der ist aber genau auf die Höhe gelandet, Digga. Dann haben wir jetzt hier wieder One Direction und einen Superfan, der schon wieder auf die Wange geküsst. Hey, ich glaube, das hat sich rumgesprochen bei den Fans, dass er das nicht machen lässt, ne? Und deswegen machen die einfach alle. Ey, wenn er nicht nein sagt, Digga, dann würde ich auch machen, wenn ich ihn sehe. So einfach so, ich renne an dem vorbei und dann so. Und dann gehe ich weiter. Vielleicht genießt er ja auch. Kann ja auch sein, ne? Kommen wir zurück zu Fußball. Und hier ist, ja, okay, das ist, glaube ich, nicht der Typ, der aussieht wie Zlatan selber. Ich glaube, das ist der Typ, der aussieht wie Ibrahimovic und der hat sich dann zu ihm gestellt. Ja, da ist er. Der sieht, hat ein bisschen Ähnlichkeit und dachte sich so, er geht mal zu ihm, vielleicht hilft das ja irgendwie, Digga. Und der checkt das dann, hat dann so Connection. Was ist das für eine Qualitäten? Was machen die da? Hallo, Bruder, falsche Plattform. Oha, die treten einfach noch auf den. Das war Lil Uzi, glaube ich. Okay, wieder Bühne, Digga. Und oha, Digga, sind immer die Leute, die einfach auf die Bühne drauf rennen. Ich frage mich aber auch, check die Security nicht? Sie schlafen wahrscheinlich alle. Man muss das auch sehen, wenn jemand den ganzen Weg macht, da hoch, dann noch die, über die Seiten oder gerade im Klettern ist oder sowas, Digga. Und dann rennt er noch bis auf die Bühne, bis zu dem Typen hin. Die Security, wenn jemand jetzt vorhat, die irgendwie, keine Ahnung, abzumurksen, sagen wir, wegen Monetarisierung, dann ist vorbei. Dann, hä? Was macht denn, oha, Bruder, einfach ein Ninja. Juhu, was hat denn der da? Das ist ein Mel. Tschüss. Die ganze Polizei kommt, nehmt den mit. Oha, Junge, ganze Einsatzkommando. Er rennt da einfach um die Spieler rum und er will irgendwen, glaube ich, kriegen. Irgendwen will er, glaube ich, von denen kriegen. Wir gucken nochmal. Er rennt einmal um die Spieler rum mit irgendwas in der Hand. Ein Stock, ein Machete, Wallah, keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, es ist ein Stock, inshallah. Und
Oder die, also irgendeiner von den roten Digga, die rennen um ihr Leben um den rum, Digga. What the fuck, Junge? Und da rennt irgendwer. Digga, die rennt doch nicht im Auto hinterher. Oder ich glaube auch sowieso, dass es in LA und so, dass sowas ganz crazy ist, Digga, dass die da gar kein Verständnis mehr haben. Die, Bruder, die rennen Autos hinterher und sind vor dem Fenster und sagen, please, please. Und dann, wenn die das Autogramm haben, was dann? Dann hast du ein Stück Papier in deinem Zimmer, nice. Also Leute feiern als Idol nehmen, ja, aber sowas war, Bruder, er geht, Digga, das ist doch übel viral gegangen, das Video. Wieder ein Fußballclip. Die sind immer gut, Bruder. Ja, boah, Junge. Tschüss. Bruder, die haben sich ja komplett auf den geworfen. Back to Fußball ist immer am besten, Freunde, weil da. Ja. What the fuck, Digga? Er gibt ihm einfach so eine Bombe, Junge. Tschüss. Den hat gar nichts gejuckt. Er war so gerannt aufs Feld. Putz, Junge. Und weg ist er. Tschüss. Okay, krank. Oder der hatte Eier und auch Hass aus Stahl, Junge. So, hier haben wir. Ich weiß gar nicht, wer Fan. Hä? Hä, was geht da ab? Das ist ein Balljunge, der da am Tor ist? Oder er hält den Ball, er rennt um sein Leben, Digga. Der hat gar nichts mehr gesehen. Einfach nur Tschüss raus, alle Putzmittel liegen gelassen. Hauptsache, er hat seinem Team irgendwie ein Tor gerettet. Okay, hier haben wir wieder. Oh shit, das gibt Schlägerei. Oh shit. Oh, die einfach eine Klatsche gegeben. Tschüss. Und die Sache ist, darf er zurückschlagen? Ich glaube nicht, ne? Der muss sich zurückhalten. Ja, okay, macht er aber nicht. Oder was, ein Hund aber auch, dass er einfach da reinrennt und eine Klatsche gibt. Okay, Fan kommt, springt über die Border. Hä? Bruder, wie blind ist denn dieser Sicherheitsmann? Der checkt ja gar nichts. Mashallah, Bruder. Sehr schön. Ist einfach straight an ihm vorbeigelaufen. Bam, weggekickt mit dem Ball, Digga. Und dann wollte er eine Schlägerei anfangen oder was war sein Ziel? Okay, wieder. Oh, Flitzer. Und den kennen die sogar, Freunde. Der ist viral gegangen überall. Ich glaube, jeder von euch kennt das Bild auch bei den ganzen YouTube-Thumbnails und so weiter. Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, dass das viral gegangen ist. Ich glaube, das war sogar ein Champions-League-Finale, oder? Mit Bayern oder so? Ich weiß es nicht genau. Oha! Oha! Bruder, da kommen einfach diese Feuerdinger aufs Feld. Wie nennt man die? Brenndinger? Keine Ahnung. Pyros, glaube ich. Irgendwie so. Digga, krass. Was für Hunde, dass man sowas aufs Feld wirft, Digga. War nicht korrekt. Stell dir mal vor, der Torwart wäre so mit Parade direkt draufgelandet mit Gesicht, Digga. Der ganze Gesicht fängt an zu kokeln, Alter. Und jetzt? Hä? Was macht der? Oha! Hat er den beleidigt? Digga, das ist unnötig. Unnötig. Manche Leute leben auch zu hart in ihrem Film, Digga. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, das war's dann mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wann wieder? Morgen um 16 Uhr. Oder um 21 Uhr live auf Twitch. Könnt gerne zu beiden Zeiten vorbeischauen. Haut da rein, man sieht sich. Peace.